Hallo Lasse, das wird der kleine VA für dich. Und zwar möchte ich dir mal ein Original Wehrmachtsbajonett, deutsches Wehrmachtsbajonett zeigen. So sieht das aus mit Koppelschuh und Scheide, die hat jetzt hier eine Macke. Und das ist das Bajonett. Die gravierendsten Unterschiede zu dem von dir gezeigten: Das deutsche Bajonett hat keinen Laufring. Es wird nur hier eingeschoben und hier ist der Knopf, um die Arretierung zu lösen. Die Griffschalen sind aus braunem Bakelit mit Schlitzschrauben und Muttern verschraubt. Das Dunkle hier ist die Originalfarbe des Bajonetts. Das war gebläut. Auf dem Spiegel hier steht eine Nummer 9670 und ein Buchstabe. Diese Nummer findet sich auch auf der Scheide wieder. Auf der anderen Seite ist das Ausgabejahr 41 und drei Buchstaben OVL. Jo, ich wollte das mal zeigen. Das Original Seitengewehr der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Zum besseren Verständnis: Die Wehrmacht hat gegen Ende des Krieges alle Bajonette, deren sie habhaft wurde, adaptiert oder umgebaut. Die meisten haben auch gepasst auf den 98K. Da waren rumänische, ungarische, österreichische, polnische, das tschechische VZ24 hat auch gepasst. Alle diese Bajonette wurden aus den besetzten Ländern an die Wehrmacht wieder ausgegeben. Aber das hier ist das Original Wehrmachtsbajonett aus dem WK2. Jo, gefertigt wurden die von Beiersberg, Kirschbaum und Co. Demag und wie sie alle heißen, da hat jeder hat da Bajonette gebaut. Jo, das ist das Original Wehrmachtsbajonett vom Zweiten Weltkrieg. Ich danke euch fürs Zusehen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.